Herr Ruxolono, guten Abend. Okay. Was hört ihr denn hier für Musik? Was gut ist? Imagine Dragons ist das. Kenne ich nicht den Song. Eyes closed. Okay. Wir hüpfen direkt rein in die Action. Screen brightness. Hinweise. Wir brauchen keine Hinweise. Brauchen wir Autosaves? Saves automatically at key moments. Disable for a more challenging experience with limited saves and opportunities. Ja, ist ja, wenn ich dann sonst eine halbe Stunde Content wieder machen muss, das wäre ja frustrierend. Also, würde ich schaffen und so. Ihr wisst, Godgamer, gar kein Problem. Aber zum Zugucken ist langweilig, ne? Okay, wir lassen das so. Küki, danke schön für die 8 Monate. Vielen Dank für den Support. Schönen guten Abend. Okay. Geht schon durch? Kann ich mich bewegen? Ist das hier schon das erste Rätsel? Du hast Pingu nicht Danke gesagt. Oh, sorry, Pingu, danke für 17 Monate. Tut mir leid, dass ich das nicht gesehen habe. Ich wollte nicht unhöflich sein. Vielen lieben Dank für deinen Resub. Liebe Grüße an Schwabbelchat und Tonki. Oh, danke schön. Hallo. Liebe Grüße an dich. Ich wiederhole meine Frage nochmal, weil du auf Toilette gegangen bist. Was für ein Horror-Game würdest du dir wünschen? Weil ich arbeite gerade an meinem ersten Game. Oh, hey, cool, nice. Und würde dann danach mich an dein Wunsch-Game setzen. What? Okay. Also ein Game, das einen besseren Start hat als das hier auf jeden Fall. Soll ich neu starten oder bin ich zu doof, herauszufinden, was ich tun soll? The fuck? Dein Schwester... Ach, Pingu. Pingu ist dein Schwesterherz. Ach, süß. Hey, ach so. Ich starte mal neu. Oh mein Gott, bitte funktioniere. Bro, please. Das sieht besser aus. Chaos, danke für die 33 Monate. Hi, vielen Dank für den Resub. Okay. Shit, ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Wartet. Ich weiß, was das Problem ist. Guck mal, meine Maus funktioniert gerade nicht. Wenn ich raustabbe, also hier im Menü geht meine Maus. Alles cool. Aber sobald ich im Spiel bin, funktioniert meine Maus nicht mehr. Ich kann meinen Kopf nicht drehen. Das ist, glaube ich, weil ich rausgetappt bin. Hör zu. Die Steam-Bewertungen sind ganz doll durchmischt. Die sagen, im Prinzip sind sich mehr oder weniger alle einig, das Game ist richtig cool gemacht,
aber es ist fucking buggy. Das Problem wird sein, einfach solchen Missgeschicken wie hier aus dem Weg zu gehen, aber das kriegen wir hin. Und wenn wir da einen Weg finden, dann wartet ein richtig cooles Horrorgame auf uns, okay? Ich starte nochmal neu. Aber das ist mit viel Glück, ist das das letzte Mal, dass wir neu starten müssen. Ein Controller stattdessen? Oh, das könnte man auch noch probieren, ja. True. Ich will V-Sync halt ausmachen, weil meine Maus sonst einen Delay hat. So. Und nicht mehr auf dem Desktop jetzt. Dann ist alles Gucci. Gucci, Gucci, Gaga, ja, ja, ja. Perfekt. It's a feature, not a bug. Okay, wir sind scheinbar Schüler und wir befinden uns jetzt kurz vor der Woche mit vielen Prüfungen. Move, look, interact. Hit Escape in Settings, toggle invert mouse and off. Aber meine Maus funktioniert immer noch nicht. Aber er hat da gerade einen Fix gegeben. Was hat er gesagt? Invert Controls, an und aus? Das hat geholfen. Okay. Ha, lag gar nicht am Raustappen, sondern das Spiel ist einfach... Es fällt an manchen Stellen auseinander. Oh je. Sehr gut. Naja. Ja, Chat, wir sind allein in der Highschool. Wir können auch ein bisschen lauter machen. Ich will, dass ihr euch gruselt. Machen wir so. Hoffentlich ist das nicht zu laut. Nächste Woche haben wir jede Menge Prüfungen. Und da ist dieses Mädchen, das wir süß finden. Sie wird mit Sicherheit wieder die Ballkönigin. Wie die letzten zwei Jahre auch schon. Sie weiß gar nicht, dass wir existieren. Und trotzdem können wir nicht aufhören, an sie zu denken. Ihr Boyfriend ist der Quarterback des Footballteams. Sein Name ist... Felix. Und ich mag ihn nicht. Und scheinbar besitze ich ein Auto. Deshalb gehen wir jetzt in die... Deshalb gehen wir jetzt in die Garage. Ins Parkhaus. Tiefgarage. Aber vielleicht auch nicht. Ich habe das Gefühl, wir haben es vielleicht ein bisschen zu laut gemacht. So lassen oder ein bisschen leiser? Wir können auch bis zum ersten Jumpscare warten. Ich will leiser machen. Press F to turn on your flashlight, right click to raise and lower your flashlight. What? Wer macht denn so eine Scheiße? Wenn ich meine Flashlight hoch und runter halten will, gucke ich halt hoch und runter. Wieso sollte ich denn... Wieso soll ich denn per Knopfdruck diese runter machen? Was denn das? Das ist ja weird. Auf den Boden leuchten. Meint ihr, das wird wichtig? Kleines bisschen leiser. Ich habe Angst. Lass mal auf Standardlautstärke. Oben hat's gerumst. Da ist gerade irgendwas durch den Lüftungsschacht. Der ist aber relativ klein, also was auch immer sich hier rumtreibt, dürfte gar nicht mal so groß sein. Oh nein, das hat gerumst. Was ist denn hier nur passiert? Herr Hausmeister! Verdammt! Er war wie ein Vater für mich. Er hat einen Schlüssel fallen lassen. Parking Lot. Schlüssel für den Parkplatz. Wieso ist unsere erste Reaktion, sich seine Schlüssel zu schnappen und nicht um Hilfe zu rufen? Wieso gehen wir nicht los und rufen jemanden? Appears to be stuck. Okay. Hä? Habt ihr das gehört?
klang, als würde jemand anderes eine Taschenlampe an- und ausmachen. Keine Sorge, ich werde Hilfe holen, alter Mann. Und bis ich Hilfe geholt habe, lasse ich dieses Ding mal auf ihn drauflegen. Damit... Ich bin gleich wieder da. Hä? Was soll ich denn jetzt aufschließen? Das hier? Boah, ich habe so ein bisschen Welcome to the Game Vibes. So ein bisschen. Das sind die Schritte um einen herum und so. Welches Auto gehört denn uns? Haben wir überhaupt ein Auto? Ein Paket. Hm. Eine Tür. Hm. Mülleimer und weitere Pakete. Da, was ist das? Hallo, ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe, der Hausmeister. Er ist gestürzt und er blutet. Wie ich schon sagte, es geht ihm nicht gut. Warum ist das hier so dunkel in der Ecke? Hallo? Er blutet und er braucht dringend medizinische Versorgung. Wir müssen die Feuerwehr rufen. Einen Kranken... Ein Krankenwagen oder dergleichen. Ich brauche einen Arzt. Schnell, so hilf mir doch. Bitte. Okay, also haben wir gar kein Auto. Wir wollen das Gebäude, das Areal einfach nur verlassen. Und deshalb sind wir durch das Parkhaus. Nach oben oder nach unten? Hä? Ich bin schon wieder hier? Aber diesmal ist abgeschlossen. Bin ich im Kreis gelaufen? Nein. Vielleicht befinden wir uns schon längst nicht mehr... Vielleicht befinden wir uns schon längst nicht mehr in unserer Realität. Vielleicht ist das wie in Dead by Daylight, wo die Survivor einfach aus dem Real Life gegrapscht werden und dann in das Reich des Entitus gezogen werden. Oh, okay. Hey! Sie sehen ein bisschen nackig aus. Brauchen Sie Hilfe? Da wären Sie nicht der Einzige. Da oben liegt der Hausmeister und... Ich bin auf der Suche nach einem Arzt. Vielleicht können wir gemeinsam suchen. Wo sind Sie denn hin?
Wisst ihr, was die wollen? Die wollen, dass man Langeweile bekommt, ungeduldig wird, anfängt zu sprinten. Und dann erwischt einen der Jumpscare. Aber wir bleiben geduldig. Wir werden nicht ungeduldig. Wir fangen nicht an zu sprinten. Und deshalb, ich konnte durch das Loch gucken. Durch den Riss in der Wand. Der sah auffällig aus, aber konnte ich da durchgucken? Oh, Potential Bridge? Fragezeichen. Eine potenzielle Brücke? Look inside. Ah, gut gesehen. Okay. Kostenloses ASMR. Das war wirklich ASMR. Er hing neben uns und hat in unser Ohr geschmatzt. Mann, das war eigentlich ganz schön, aber frag mich vorher das nächste Mal, okay? Meine Güte. Auf Twitch würdest du damit jede Menge Kohle machen. Wir könnten zusammenarbeiten. Ich werde dein Manager. Es gibt da so Mikrofone, die aussehen wie Ohrmuscheln. Da kann... Oh. Wie ist das möglich? Steht an der Wand. Well. Hello. Hi. My name is Professor Kennedy. I teach applied physics on the state campus. And if you're listening to this, then it looks like you have made the error of following me down here. By now, you have undoubtedly noticed that this staircase didn't lead where you were expecting, and indeed, makes no sense for the space it should inhabit. I have wandered through these halls for a number of days now, looking for a way out. As of recording, I have yet to find an explanation for my predicament, or an avenue of escape. But what I have found are the others who stalk these halls. A subterranean species? A divergent evolution of our own? Although human in nature, they seem to lack higher functions of intelligence, and are prone to outbursts of violence. Because of this, I have made attempts to set up checkpoints along my way in order to put some distance between them and myself. I apologize for making a distressing situation even more difficult, but if you're still of sound mind, I trust you will be able to make it through to come find me. Oh, and by the way, during my exploration, I found it comforting to leave behind my observations and theories in case of my return. I have left you a few pieces of chalk. If you are so inclined, then I trust the exercise will help keep your mind sharp. Okay, das war eine Aufzeichnung von unserem Physikprofessor, der gesagt hat, dass es ihm leid tut, denn wenn wir diese Nachricht hören, dann haben wir den gleichen Fehler begangen wie er. Wir sind die Treppen hinabgestiegen in diese merkwürdige Welt, die eigentlich nicht hier sein dürfte. Das Treppenhaus hat uns irgendwo hingeführt. Hat uns an einen anderen Ort geführt, wo das Treppenhaus eigentlich hätte hinführen sollen. Er spricht von diesem Ding, das uns ins Ohr gehechelt hat.
Hier ist also eine ganz eigene Spezies zu Hause. Die scheinen zwar Ähnlichkeiten zu Menschen aufzuweisen, aber nicht besonders intelligent zu sein. Außerdem tendieren die dazu, gewalttätig zu werden. Deshalb hat er hier und da Barrikaden aufgebaut, um so ein bisschen, ja, ne, Abstand zwischen sich und diese Monster zu bringen. Hat sich bei uns entschuldigt, denn wir müssen ja über seine Barrikaden hinwegkommen. Aber vielleicht sehen wir dann ja irgendwann, vielleicht treffen wir ihn dann irgendwann, wenn wir lang genug durchhalten. Susi, danke für die 8 Monate. Und Bravestar, danke für die 4 Monate. Vielen Dank für eure Resubs. Schönen guten Abend. Hi. Hier kann ich nicht durchgucken. Die Frage hatte ich auch noch gesehen, ob man durch diesen Riss auch nochmal durchglubschen kann. Negativ. Geht nicht. Und er hat uns Kreide hinterlassen. Ich weiß aber nicht genau, wofür wir die benutzen sollen. Eklig. Stop. Okay. Etage 6 sind wir. Saving. Yes. Ach so, Kreide wäre, um abspeichern zu können. Okay. 4 prisoners stand trial, organized from shortest sentence to longest. 4 Gefangene. Vor Gericht. Und sind aufgestellt. Von der zeitlich kürzesten Strafe bis zur längsten. One was sentenced to the full 6 years. Another had... Ich glaube, ich kann die Taschenlampe nicht ausmachen. Ach so, dafür kann ich die runtermachen, damit ich besser lesen kann. Ach, okay. Hier wurde kein Knopf eingefügt, mit dem man Taschenlampe an- und ausmachen kann. Ich kann sie halt nur ein bisschen runtermachen, damit ich besser lesen kann. Okay. Okay. Einer wurde zu den vollen 6 Jahren verknackt. Ein anderer hatte das Glück, dass seine Zeit im Knast, seine Strafe reduziert wurde bei der Hälfte, wurde halbiert. One had the man's reduced sentence added to his. One had the man's reduced sentence added to his. Einer hatte die reduzierte Strafe auf seine eigene draufgerechnet bekommen. Und einer durfte nach Hause gehen. Und es ist von klein nach groß. Also die Person, die gehen gelassen wurde, 0. Wenn wir mal davon ausgehen, dass 6 Jahre die Grundlage bei allen war. 0, 3, 6, 9. Okay. 0369, ja. War jetzt nicht so schlimm. Wir sitzen in der Falle. Da steht sorry dran. Wieso? Rechts war ein Monster und der Pfeil zeigt nach links. Oh. To whoever may find this, in the suffocating silence of this forsaken stairwell, I pen these desperate words as pale figures draw near. Shadows etch their ghastly forms upon the cold walls, and every step I take echoes the pounding of my own dread. They emerge from the inky abyss, their eyes vacant yet hungry. Haunting my every move. The walls seem to close in on me. There is no escape. The oppressive air thickens with a stench of imminent doom. Whispers of the forgotten dance in the periphery. And their cold fingers brush against me in the dark. I share this tale as both a warning and a farewell.
I can feel them closing in. And soon, I will be one with the shadows. If you find this letter, please give it to my parents, so they know I did not run away. I know we previously fought, but they should know, even if you don't find a body. Bernard Gore. Okay, ein anderer Schüler hat das hier hinterlassen. Er hat so von seinen letzten Augenblicken berichtet. Die Gestalten kommen immer näher. Bald verschlingen sie ihn, kommen ihn holen. Er spürt, wie das Ende immer näher rückt. Wir sollen den Brief bitte an seine Eltern aushändigen, damit sie wissen, dass er tapfer war in seinen letzten Momenten. Was passiert, wenn ich rechts entlang laufe? Das Spiel will ganz klar, dass ich nach links gehe, aber... Just do it? Fuck that. Was ist, wenn die Monster den Pfeil nach links gemacht haben? Nein. Der Professor hat gesagt, die sind nicht besonders klug. Okay, inwieweit soll mir das bei der Entscheidung... Oh, ach so. Ich sehe. Quadrat, Kreis, Dreieck. Hier ist das Quadrat. Nächste Abzweigung, Kreis, dann Dreieck. Kreis, Dreieck, Kreis, Dreieck, Kreis, Dreieck, Kreis, Dreieck, Kreis, Dreieck. Fred, danke für die 2 Monate. Vielen Dank fürs Verlängern. Schönen guten Abend. Bisher ist es schon creepy, gefällt mir. Warte, wenn ich geradeaus weitergelaufen wäre, wäre ich tot. Gut, dass wir uns umgedreht haben. Ihr Arschlöcher. Okay. D, Quadrat, Dreieck, Trapez? Glaube ich. Ich sehe es nicht so gut. Hä? Ja. Okay, D ist gleich nach rechts. Dann Quadrat, Dreieck, Trapez. Quadrat, Dreieck, Trapez. Quadrat, Dreieck, Trapez. Quadrat. Dann Dreieck. Ja, nicht schlecht. Das sind beides Dreiecke. Chat, Dreieck nach oben oder Dreieck nach unten? Rechts? Wirklich? Oder willst du, dass ich sterbe? Dreieck nach oben? Okay. Ich vertraue euch. Goodbye Sanity sagt unten links. Schreibst du das, weil du sehen willst, wie es aussieht, wenn man drauf geht, oder weil du mich retten möchtest? Unten war richtig? Lauf nochmal zurück. Ich habe Angst, dass mich ein Monster holen kommt, wenn ich zurücklaufe. Rechts. Rechts. Spitze unten? Warte, wirklich jetzt? Stell dir vor, ich vertraue dir jetzt. Ich vertraue dir. Du bist die einzige Person, die sagt runter. Oder die es sind nur 2 Leute, die sagen runter. Dreieck nach unten zeigend. Stell dir vor, ich vertraue dir und dann sterbe ich. Und dann wird dieses Vertrauen gebrochen. Ich könnte nie wieder in die Augen gucken. Ich könnte nie wieder vertrauen. Trapez und Dreieck haben ein großes Dreieck gebildet. Okay, das bedeutet, die Spitze müsste nach oben gezeigt haben. Okay, ich glaube der Mehrheit. Sorry, Sanity. Tut mir leid, dass ich so misstrauisch bin. Oh mein Gott.
Das Trapez war's. So ein Standardding. Das da links ist der Tod. Da war auch gerade ein Monster. Das ist umgedrehtes Trapez. Und rechts ist ein Quadrat. Der richtige Weg ist hier. Okay. Gute Arbeit. Yo, Digga, what the fuck? Diamant? Diamanthand. Diamanthand. Nur Diamant, aber der zeigt nach rechts. Der hier zeigt nach unten. Und unter dem Diamanten ist... Sieht aus wie eine Schale oder so, ein halber Kreis. Ist noch was versteckt in der Hand? Nee, ne? Wir gehen erstmal nach links. Was steht unter der Hand? Unter der Hand steht was. Wo seht ihr da was? Das Licht ist halt super schlecht. Das reflektiert so doll, dass ich nicht viel sehe. Und wenn ich die Taschenlampe runter mache, wird es nicht viel besser. Könnt ihr da was lesen? Ich sehe da gar nichts. Hey Falkenkopf, Hallöchen. War sehr lange nicht mehr da, freue mich wieder hier zu... Freut mich, euch wieder zu hören und zu sehen, Schwablon-Chat. Hallo Falkenkopf, moin moin, hoffe dir geht's gut. Okay. So oder so. Halber Kreis und danach... Keine Ahnung. Okay. Tür. Aber ich würde wahrscheinlich am Sturz sterben. Nochmal, ich hab's nicht gesehen. Ihr habt's gehört, oder? Hinter der Tür? Nochmal sein... Ich kann's nicht richtig nachmachen. Ihr habt's nicht gehört? Unlucky. Der Beißer war hinter der Tür. Kommt da was raus? Will ich da reingucken? Irgendwie ja.
Wow. It feels so good to finally stretch my legs again. By my estimates, it should have only taken you a couple of hours to navigate the ventilation ducts under my guidance. Be thankful you didn't have to map out the whole thing like I did. I've been thinking more about our predicament. This space. In my tenure, I have studied theoretical phenomena we would refer to as non-Euclidean geometry, also known as folded space, where space overlaps itself and can repeat almost infinitely into the higher dimensions. I'm keen to hear your theories when we finally meet. From the safety of the vents, I have also been able to study our companions more closely. The deeper I travel, the more violently they react to my presence. But their behavioral patterns and social structures, we may have to contend with the theory that these were once people, such as ourselves. To survive for so long in this space, however, brings me a spark of hope. My supplies are starting to run low. I will attempt to travel deeper and find how they have survived this long. Okay. Das, was er bisher in Erfahrung gebracht hat, ist, dass diese Kreaturen, je tiefer er in diesen Raum vordringt, je tiefer er vorankommt, desto aggressiver werden diese Kreaturen. Und außerdem hatte die Hypothese aufgestellt, dass diese Kreaturen vielleicht einst Menschen gewesen seien, die sich genauso hier verlaufen haben wie wir. Kann ich da rein? Okay. Ich glaube, das Monster war der Physiklehrer und der hat gesehen, dass du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast. Your presence determines the likelihood of being noticed. Okay. Wenn ich renne, werde ich schneller bemerkt. Wenn ich sie direkt anleuchte, werde ich schneller bemerkt. Wenn ich zu nah rankomme, werde ich schneller bemerkt. Es ist unwahrscheinlicher, bemerkt zu werden, wenn ich krieche, wenn ich meine Taschenlampe auf den Boden richte und wenn ich Abstand halte. Es gibt jetzt einen Indikator, der uns zeigt, wie alarmiert unsere Gegner sind. Ja, aber wenn ich jetzt meine Taschenlampe auf den Boden richte, sehe ich ja nicht mehr, wo ich hingehe. Wieso steigt das? Oh. Der erste... Der erste Strich hieß alarmiert, sie sind alarmiert, und der zweite Strich hieß, sie jagen uns. Tja, vielleicht war das mal einer von uns. By the way, am Krabbeln. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Oh shit. Ich
Ich hätte ihn nicht anleuchten sollen. Ich könnte vor denen wegrennen, wenn... wenn wir entdeckt würden. Da steht einer direkt vor mir. Easy, alles gut. Disgusting. Holy shit. Huh? Nein. Okay, irgendwas ist falsch. Moment. Lass mich nachdenken. Shit, das haben wir doch gleich. Gar kein Problem. Oh. Der Teil gefällt mir nicht. Was ist das? Aber hier sind... Hier sind zwei Strich? Ja. Was passiert, wenn wir alles anmachen? Oh, jetzt sehen wir den Aufbau der Maze. Vielleicht können wir den so nachbauen. Und der Pfeil sagt uns, wo der Ausgang ist, nehme ich an. Der wäre hier. Bang. Alright. Na, nicht der. Wenn er neben mir steht, nein. Was genau will der Herr?
Also das oben stimmt schon mal. Bla, 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 bla. Dann so, glaube ich. Und dann müsste das nach links weiter. Aber dafür habe ich nichts. Kein Zettel. Was genau will der von mir? Man kommt oben durch dieses Ding. Dann nach rechts. Dann in U. Und dann nach links. Und dann geht's straight runter. Runter, 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 runter. Er macht mich fertig? Was wollt ihr, ihr Ficker? Was mache ich für einen Fehler? Seht ihr meinen Mauszeiger? Dann kann ich euch das... Also, hier vorne ist das Tor, da wollen wir durch. Right? So. Und der Weg zum Tor... Hier ist so eine kleine Lücke. Hier ist so ein kleiner Durchgang. Bang, bang, bang. Dann gehen wir da durch. Bang, 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 bang. Dann hier runter. Und hier. Das ist die Strecke, die wir gehen wollen. Nom, 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 nom. Bin ich blöd? Es ist so simpel. Du bist simpel. Eben war es bis auf zwei vertauscht, richtig? Wie hatte ich es vorher? Whoops. So, right? Tada! Da, 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 da. Da, da. Okay. Da. Da, da, da. Da, 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 da. What the fuck? Schwabbel? Junge, was wollt ihr von mir? Was ist euer verficktes Problem? Lasst mich in Ruhe. Er triggert extra? Safe? Ja, ja, genau. Ich mache Spaß. Er ist alt? Chat, das Rätsel macht keinen Sinn. Das Rätsel macht keinen Sinn. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Shinichi Kudo. Früher war ich bekannt... Nein. Doch. Shinichi Kudo. Eigentlich bin ich ein 17-jähriger Meisterdetektiv, der in seiner Freizeit Kriminalfälle löst und der Polizei bei ihrer Arbeit hilft. Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum ich nicht aussehe wie ein 17-jähriger Detektiv. Das ist ganz einfach. Die Männer in Schwarz haben eine Droge eingeflößt und dadurch bin ich jetzt im Körper eines 10-Jährigen gefangen. Und damit die mich nicht wiederfinden... habe ich mir einen neuen Namen gegeben, nämlich Conan Edogawa. Ich mag zwar im Körper eines Kindes stecken, doch ich habe immer noch den messerscharfen Verstand eines 17-jährigen Teenager-Meisterdetektivs. Letzte Reihe in die zweite. Right. Hä? The fuck? Ihr wisst selber nicht, wovon ihr redet, Mann. Das links ist auch nur, glaube ich, so eine Eselsbrücke, so damit man das visualisieren kann. Eigentlich muss man einfach nur Sachen weg... Au. Hä? Two hours later.
bist nicht Conan, sondern Mori. Jesse, danke für die 30 Monate. Ich weiß nicht, warum du denkst, dass oben das zweite, oben rechts, warum das hier hinkommt? Naja, weil guck doch mal. Hier ist die Tür, okay? Und um zur Tür zu gelangen, muss ich zwischen diesen beiden Lichtstäben hindurch. Das ist der richtige Weg. Hier ist die Tür. Und dann gehst du hier durch und dann da und hier ist dann das U. Dann gehst du links runter und dann hier runter und dann ist hier der Entrance. Das da drunter. Das hier. Na, das ist das U. Bro, du gehst hier hin und hier ist das U. An der rechts ist das U. Das hier ist das U. Und von dem U aus geht's dann weiter nach links. Wie runter? Ihr könnt hier nicht runter. Ihr könnt nicht einfach hier durch. Hier ist zu. Das U1 runter? Nee. Das ist doch hier oben in der Ecke. Es ist in der äußersten Ecke. Wieso sollte das U da drunter sein? Das U ist doch nicht in der unteren Hälfte. Wieso sollte das U in die untere Hälfte, Chat? Hier ist kein U rechts abgebildet. Mach einfach. Oh, so passt es. Okay. Jo, ich will nicht darüber reden. Es ist so schwierig. Geh rein, geh darum. Komm ich hier hin, komm ich da hin? Nein, das ist falsch. Ich müsste früher nach rechts. Zu groß. Chat. Ich hab's. I understand nothing.
Ich muss keinen Gang bilden? Wow, so gut. Tut mir leid, okay. Okay, gut, dass wir uns das von oben nochmal eingeprägt haben. Eigentlich müssen wir nichts anderes tun als... Oh mein Gott, die sind auch hier. Einfach nur dem Leuchtezeug folgen. Die gerne anlocken, bevor ich hier rausgehe. Aber ich habe Angst, dass ich dann sterbe. Wir landen immer wieder hier. Bei der Leiche vom Hausmeister. Und dann werden wir dazu gezwungen, tiefer runterzugehen. Hey, wie wär's, wenn ihr mich jagt, wenn ihr so mutig seid? Traut euch doch! Okay. Warum? Beim Rätsel sah ich alt aus, deshalb musste ich irgendwas tun, um cool, jung und hip zu wirken. Draufgängerisch. Mein Herz tut weh. Du wirkst super cool gerade. Hey, danke. Ich glaube, wir sollten noch mal kurz raus. Da lag eine Taschenlampe und vielleicht auch eine Erklärung. Was uns denn hier eigentlich gerade erwartet? Komisch. Gehört ihr dem Professor? Hierfür brauchen wir einen Schlüssel. Da vorne ist eine Bürolampe. Und ein Schlüssel. Das ist ja fast zu einfach. Hilfe! Gefangen im Treppenhaus. Nicht allein. Das hier ist das letzte bisschen meines Essens, meiner Rationen.
Sie verhalten sich ruhig, solange sie gefüttert werden. I shall attempt to partake as they do to survive. Oh. Er wollte... Oh, jeez. Er wollte es ihnen nachtun? Das, was sie tun, um zu überleben, wollte er nachahmen? Mitmachen? Irgendwas ist gerade nach links gehumpelt. Beobachtungen. Not blind, but don't consciously see. Nicht blind, sieht aber auch nicht bewusst. Okay, das Wesen muss sich darauf konzentrieren zu sehen. Eroded facial structure could be caused by colliding in the dark. Okay. Das Gesicht hat ein bisschen Damage genommen. Könnte sein, weil die Person oder das Etwas in der Dunkelheit immer überall gegenläuft. Blasse Haut aufgrund mangelnden Sonnenlichts, geringe kognitive Funktionen, zu wenig Stimulus, Edge of starvation, but yet to have found one deceased. Und diese Dinger, von denen hier beschrieben wird, sind kurz vorm Verhungern, aber es wurde noch kein Totes davon gefunden. Ah ja, das habe ich gebraucht. Ein bisschen süße Kätzchen. Ein Matriarch? Ein Caretaker? Eine Mutter? Aha. Sieh ihn nicht in die Augen. Finde die Tür. Almost a whole week I've had to hide in here. I have come across something else that stalks these halls. A female of a different kind. She looks to be hurting the others further down, but has not taken kindly to my existence. I have observed her giving sustenance to the starving, and punished others who do not do as she wishes. Have we stumbled upon some sort of matriarchal social structure? I will attempt to gain her favor, if enough of a mind remains beyond her instinctual responses. Regardless, for now I advise you steer clear of the one I have named, the mother. Jesus, okay. Also, der Professor hat ein anderes Wesen gefunden. Wahrscheinlich das Große, was da mit der Pranke die Leiche mitgenommen hat. Dieses große Wesen scheint sich um kleinere zu kümmern. Sie füttert die kleinen Viecher, die kurz vorm Verhungern stehen, und bestraft andere kleine Viecher, die ihr nicht gehorchen. Und der Professor hat außerdem erwähnt, dass er versucht, sie zu befrienden, sich mit der anzufreunden, für den Fall, dass sie nicht nur rein auf Instinkt handelt, sondern ein ganz kleines bisschen Intellekt mitbringt. Okay. Gruselig.
streichelt sie? Ist er gerade tot umgefallen? Nicht angucken. Hey Draco, guten Abend. Sollen wir zuerst zum Licht? Das wirkt wie eine... Das wirkt natürlich nach Falle, aber vielleicht ist hier ein gutes Item. Oh. Zurück in der Schule, hä? Huh? Anatomie 102. Spine, Ribcage. Ist alles umgedreht. Okay, 4 Schritte, um Fleisch zuzubereiten. Erster Schritt, den Mund zukleben, damit sie aufhören, nach ihrer Mutter zu schreien. Zweitens, das Blut in Container reintun, um es später wieder zu verwenden. Dann über Flammen braten und die Temperatur überwachen. Hä? Wartet. Dann geht's hier nochmal um ein anderes Wesen als die große Mama. Irgendetwas, was die Kinder der Mutter aufessen möchte. Und wie übersetze ich das in Ziffern? Das ist mit Farben verbunden. Weiß, schwarz, grün, rot. Wenn ihr Ideen habt, vielleicht muss ich erstmal den Rest des Korridors draußen überprüfen. Weiß, schwarz, grün, rot. Mund zu kleben, Blut ablassen, anbraten, Temperatur überwachen. Weiß, schwarz, grün, rot. Oh, hä? What the fuck? Das ist der gleiche Raum wie hier. Drüben ist die Puppe noch auf dem Tisch, bei mir ist sie umgefallen. Die Schrift ist drüben richtig herum. Meint ihr, es hat mit der Tabelle zu tun? Mit dem Periodensystem? Es gibt rote, schwarze, weiße. Gibt es auch grüne? Rot, weiß, schwarz. Nee, wahrscheinlich ja nicht. Oh, collect. Ew. Ich habe ein Organ aufgesammelt. Müssen wir die alle finden? Herz, Lunge, Leber. I don't know. Ich denke, wir müssen erstmal wieder raus. Ob im Fahrstuhl eine Zahlenfolge war? Ich glaube nicht. Der Doktor hatte nur irgendwie aufgeschrieben, in welchem Jahr er seinen Abschluss gemacht hat. Können wir uns gerne nochmal angucken.
Warte, wo waren das? Hier, 1943. Hat er sein PhD gemacht. Ich befürchte, wir müssen uns hier noch ein bisschen umgucken. Was soll schon passieren? Alles gut. Hab gelogen. Scheiße. Also können wir das Rätsel bereits lösen, mit dem, was wir haben? Na klar können wir das. Kein Problem. Es ist unwahrscheinlich, dass ich genauso lange auf dem Schlauch stehe wie... Naja... Wie zuvor. Der Ribcage ist... drüben in so einem blauen... Lego-Kistchen. Aber hier ist kein Ribcage dran oder drin. Die haben Magneten, ich nicht. Drüben ist ein weiteres Organ auf einem der Tische. Aber bei mir ist ja alles durcheinander. Gedärme auf dem Tisch. Das Herz ist hinten neben den Büchern. Soll ich die Sachen auf meiner Seite wiederfinden? Das Jahr vom Professor probieren? No way, Chad. Neben dem TV lag was? Vollkommen richtig. Ich wollte euch das entdecken. Oh, da ist noch was. Gute Zusammenarbeit. So langsam nimmt das Gestalt an. Warte. Den Ribcage kann ich ihm nicht abnehmen. Glaube ich. Zeit. Es muss irgendwas mit den Farben zu tun haben. Weiß, schwarz, grün, rot. Nicht sicher, ob ich zwischendurch rüber gucken muss, um die Antwort zu finden. Das Problem ist, das ist zwar der gleiche Raum, nur gespiegelt, aber es hat uns bisher nicht wirklich weitergeholfen. Drüben sind alle Innereien für die Puppe, die wir brauchen, an verschiedenen Stellen verstreuselt, aber bei uns sind die nicht mal ansatzweise in der Nähe. Rüber zu gucken hilft gar nicht mal so viel, wie man denkt. Tape? Ah, ja. Achso, dass wir das brauchen, zum Mund zu kleben. Ich kann nicht damit interagieren, leider. Seid ihr das? Hoffentlich ist es nicht auf Zeit. Ich guck mal in die Stühle rein. Die haben ja alle so eine Ablagefläche. In die Tische, meine ich. Sehe aber nichts. Weiß, schwarz, grün, rot. Mund zukleben. Blut aufbewahren. Über Flammen anbraten. Temperatur überprüfen. Sollen wir einfach die jeweiligen Items finden und dann ist da eine Zahl dran? Die Anzahl der Tapes, maybe? Die Tapes sind weiß. Und wir haben auf dieser Seite drei Stück.
das Blut entleeren und in einem Container aufbewahren für später. Er ist nicht schwarz, sondern braun. Dieses Ding? Und das ist eine 1? Oder 3, weil es ursprünglich 3 waren? 3, 3? Cook over flames. Grün. Ist hier ein Bunsenbrenner oder so? Sechs und fünf eher, dass man zusammenzählt, wie viele man im Raum drüben sieht und wie viele, also dass man die drüben und in unserem Raum zusammenzählt. Vielleicht ist gerade, könnte alles in Frage kommen. Cook over flames. Chat, soll das ein Bunsenbrenner sein? Nein, oder? Das sieht aus wie... Ich habe keine Ahnung. Das sind Brenner, ja? Dann hätten wir hier 6. Auf der anderen Seite sehe ich gar keine. Kommen die farblich so einigermaßen hin? Die haben einen grünen... eine grüne Basis. Vielleicht ist es das. Sagen wir mal 6. Dreimal Tape. Einmal Container. 3, 1, 6. Und dann ein Thermometer oder so, um die Temperatur zu überwachen. Das sind Bleistifte. Das letzte können wir auch erraten. Was Besseres habe ich gerade nicht. 3, 1, 6. Also 6 ist auch das höchste, okay. Hasi Hasi, danke für den Raid. Schönen guten Abend. Hoffe, ihr habt einen schönen Stream gehabt. Hallöchen, ihr lieben Raider und Raiderinnen. Moin Moin, hi. Wir spielen gerade ein Horror-Game, aber wir sind auch so ein bisschen... Also wir stecken in einem Rätsel fest. Zusammenrechnen mit der anderen Seite. Wenn wir die Items aus beiden Räumen zusammenrechnen, hätten wir 3 Tapes plus 3 Tapes, sind 6. Zeug, um das Blut reinzufüllen, 4. Was ist denn, hier liegt noch irgendwo einer rum? 6, 4. Was war dann? 646. Und dann keine Ahnung, womit wir die Temperaturen messen sollen. Mit dem Thermostat an der Wand? Hm. Kommt am nächsten ran, ne? Keine Ahnung. Ja, also ich... Sonst, keine Ahnung, ich sehe nichts mit Temperaturen. Wir probieren einfach mal. 6, 4, 6 und 1, weil wir nur einen Thermostat hatten. Okay, das war's. Wow. We did that. Good job, Chad.
Ich hab noch nicht alles, oder? Wir kommen gleich wieder. Okay, nochmal. So, guckt mal. Wahoo! Das noch daran und dann das hier und fertig. Okay. Ich bin immer noch der Überzeugung, dass wer auch immer hier diesen Raum hatte, wer auch immer sich hier einquartiert hat und die Rätsel... Warte mal, die Rätsel wurden uns hinterlassen vom Professor. Ist der Professor also derjenige, der die Monster geknebelt und aufgegessen hat? Und geknebelt deshalb, damit sie nicht nach ihrer Mutter schreien können? Oder ist das das Werk von einem anderen Monster? I try to run, but she shattered my legs, leaving me crippled. She forces me to consume vile black ooze from the tentacles in the vents. A perverse sustenance. Ich habe versucht, davon zu laufen, aber sie hat meine Beine gebrochen. Sie zwingt mich dazu, ekligen schwarzen Schleim aus den Tentakeln in den Lüftungsschächten zu verschlingen. Eine perverse Substanz. Flucht ist zum jetzigen Zeitpunkt unmöglich. Sie beobachtet mich viel zu genau. Sie behält mich im Blick. The stench of despair pervades, and each moment is a cruel reminder of my helplessness. When I do as she wishes, I am treated with a twisted kindness. When I stray, I am punished over and over. Wenn er sich so verhält, wie sie es von ihm verlangt, dann behandelt sie ihn verhältnismäßig den Umständen entsprechend gut. Wenn er allerdings aus der Reihe tanzt, dann wird er bestraft. Wieder und wieder und wieder. Please, if you have found this letter, run. Before she catches you and drags you down further. Please tell my family I love them. I do not think I will be seeing them again. Oakley Carlson. Auch hier wieder. Hey, wenn du diesen Brief findest, lauf. Bring dich in Sicherheit, bevor sie dich schnappt und genau wie mich noch tiefer nach unten zerrt. Sag meiner Familie, dass ich sie liebe. Ist das nicht schon wieder der gleiche Korridor wie eben? Wie entkommt man so einem Kreislauf, indem man umdreht? Oder soll ich einfach fünfmal durch den gleichen... Oder wir sollen einfach fünfmal durch den gleichen Korridor. In zwei verschiedene Richtungen rennen, dafür bräuchte ich jemand Zweites.
Sollen wir nachgucken? Ein bisschen laut? Ja. Ich muss im Lautstärke-Mixer leiser machen. Chat, hör zu, es tut mir leid, aber ich spiele mit dem Gedanken, ganz kurz den Kopf rauszustrecken, um zu gucken, ob es in der Decke klebt. Just do it. Sie ist nicht mehr hier. Die meisten Leute fliehen wahrscheinlich einfach in den Lüftungsschacht und krabbeln. Nur die wenigsten sind doof genug, direkt wieder den Kopf rauszustrecken und in die Richtung zu rennen, aus der sie gekommen ist. Ich bin permanent in der Hocke. Ich kann nicht mehr aufstehen. Dann krabbeln wir. Ich will gucken, wo sie hergekommen ist. Das ist keine gute Idee. Kam sie hier aus der Seite? Okay, scheint versperrt zu sein. Oh, hier ist unsichtbare Wand. Nein, der Fahrstuhl ist so nah. Ich hab gespuckt. Okay. Tja, die wollte uns mitnehmen. Hier sind keinerlei Hinweise, in welche Richtung ich soll. Nicht da lang. Doch, auch nicht da lang. Ich bin für hier, weil sie hier nicht reingekommen ist. Ich bin für da drüben. Na, fuck this shit. Eben war ein Pfeil da. Hier sehe ich keine Pfeile mehr. Ist momentan rein nach Gefühl. Okay. Ich glaube, ich kann den Lautstärke wieder anpassen. Jesus. Okay. Nein, Chat wird aggro, wenn ich an dem nächsten Rätsel hänge. No. Gibt es nicht noch irgendwelche andere Möglichkeiten? Blitz, Kreis, Schlüssel.
Das ist der Kreis. The fuck? Und das ist der... Keine Ahnung, was ist das? Oh, ach so. Hier müssen wir auf 8 kommen, da auf 17, da auf 18. Ha, ja, das ist ja wunderbar. Das ist ja überhaupt kein Problem. Pass mal auf. 1 und 3 und 4. So, jetzt machen wir hier eine 10. Oh. Nein. Wir machen hier 7,5, 7,5 sind bei 15. Bam, 18. So good, Chad. Dann hier eine 10, dann hier eine 4 und dann eine 3. Alright. Woher soll ich wissen, wo die hinkommen? Gab es irgendwelche Hinweise? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Hoch. Hilft das hier? Nee, das ist ja auch was Separates, right? Oh, könnt ihr euch mal hinter die Löffel schreiben, dass ich das, hab ich gesehen, dass das eine Tür ist, aus der vier Tentakel da rauskommen. Hab ich gesehen und hab ich nachgebaut. Hab ich belohnt mit Duct Tape. Ich weiß aber immer nicht, was mit den Drähten los ist. Mit den Kabeln. Einfach ausprobieren. Pass auf. Red. Eine Silbe. Yellow. Zwei Silben. Yellow. 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 Green. Okay. Fuck that. Green. Black. Red. Rot. Rot. Drei Buchstaben. Aber im Englischen. Red. Green. G-R-E-E-N. Fünf Buchstaben. Black. B-L-A-C-K. B-L-A-C-K. G-R-E-E-N. Können wir 2 bei 5 machen? Okay. Ich mache die unterschiedlichen Geräusche. Poster?
Right. Ja, ich habe das Poster, ich weiß, genau, hier, guck mal. Natürlich. Protection doesn't just keep you safe, do it for little Susie. Hat die ein Messer in der Hand? Eine 2 auf seinem Helm. Gelb ist 2. Und hier ist grün. Grün ist 4, gelb ist 2. 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 Was haben wir noch? Schwarz und rot. Grün ist 4, gelb ist 2. Grün ist 4, gelb ist 2. Gelb ist 2. Ein rotes Auto. Grün ist 4. Gelb ist 2. Grün ist 4. Gelb ist 2. Vielleicht diese Stahlträger? 1, 2, 3, 4, 5. Oh ja. Ups. Ich habe das eine Kabel raus. Ist das schlimm? Bevor das Ping, du hast es geschafft, kam, habe ich das Kabel wieder rausgezogen. Hm. Naja, rot war anscheinend 6 und schwarz war anscheinend 1. Ich hoffe, das Kabel war nicht wichtig. Magnesium Flare. Using the instructions left behind, you have a crafted Magnesium Flare. Hit space button to temporarily stun nearby targets, but beware the cooldown between uses. Okay, wir haben jetzt irgendwelche Leuchtfackeln. Die können Gegner stunnen, vorübergehend. Wir müssen aber aufpassen, die sind dann erstmal auf Cooldown. Und ich glaube, wir haben nur 2 Stück davon, ne? Wieso war Rot 6? Hauptsache, wir haben es gelöst, ha? Huh? Am grünen Stromkasten, rechts das Telefon. Oh, hier. Oh, die 1 für schwarz. Okay. Es ist ein bisschen unfair, dass der hier in der Tür feststeckt. Wie soll ich denn... Bitte hört auf, das ist so gemein. Oh? Gleich schaffst du's. Oh? Sehr gute Arbeit. Was war das? Wissen wir überhaupt, wo wir hin sollen?
Der Laufende kommt näher, der ist am gefährlichsten. Die, die sich bewegen und mir in die Arme laufen können. Ja. Chill mal. Ich werde meine Fackel zünden, wenn mich einer berührt. Ich bin kurz davor zu rennen. Schleichen ist nicht meine Stärke. Fuck you. Dann ist der Exit. Einer von denen kämmt die Tür. Okay, wir haben es geschafft. Ich weiß nicht, ob ich meine Fackel einsetzen soll oder ob wir an ihm vorbeikommen. Ich kann nicht mehr aufmachen. Schade. Aber ich kann auf mich aufmerksam machen und gucken, ob er durch die Tür kommt. Es muss nur der zweite. Es muss der zweite Dings über. Wenn der zweite Strich. Ja, der zweite Strich. Und wie kann ich machen, dass sie mich. Noch ein kleines bisschen, dann geht er in die Jagd. Nur ein kleines bisschen. Wartet. Wartet. Wir hatten es doch fast. Wir hatten es doch fast. Komm schon. Ich guck dich doch bestimmt an. Das magst du nicht. Komm. Komm zu mir. Komm zu mir. Komm durch die Tür. Komm und friss mich, wenn du dich traust. Ich bin so lecker. Komm
Zu mir, Monster. Ich glaube, es geht nicht. Okay, wir gehen weiter. Sorry. Tut mir leid. Wir haben keine einzige Leuchtfackel benutzen müssen. Das bedeutet, ich weiß nicht, ob die Fackeln gegen die Mama helfen, gegen die Große. Aber wir haben die Möglichkeit, es auszuprobieren. Zweimal. Oh, fuck you, man. Raus aus der Nummer. Wo sind wir hier? Muss ich nur zum Fahrstuhl? Das alles? Alright. Ist nicht so schlimm. Chat, wieso sollte man hier nach rechts gehen, wenn man auch direkt geradeaus könnte, um Richtung Fahrstuhl zu gelangen? Ich sag's euch. Geheime Items. Geheime Items, das ist der Grund, warum man hier nach rechts geht. Anstatt direkt zum Fahrstuhl Richtung Freiheit. Oder der Fahrstuhl spinnt, hat vielleicht keinen Strom oder so. Und deshalb muss man sowieso hier hoch. Warum sonst der Irrgarten? Morch? Wait, ist der Irrgarten komplett umsonst? Warum bin ich denn hier hin, Digga? The fuck? Okay, wir müssen wieder runter, also... Das ist einfach nur eine Sackgasse, ohne Items, ohne alles. Nein, doch nicht. Ah! Die Knöpfe für den Fahrstuhl haben gefehlt. Deshalb wären wir da nicht vom Fleck gekommen, ich verstehe. Gut, 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 okay. An ihm vorbei. Oh, der zappelt so doll. Okay. Oh, please. Oh, please, komm nicht hier. Mami. Vielleicht kann ich mich hier droppen lassen. Nicht dumm, wo ist denn der Fahrstuhl? Hier. Oh mein Gott, da ist noch einer direkt vor uns. Brauche ich noch mehr? Ich habe nur einen Satz Knöpfe gefunden. Oh nein.
Ich muss auf die gegenüberliegende Seite auch nochmal. Und dann war wohl irgendwas neben der Tür am Ende des Korridors. Oh mein Gott. Okay, nicht so schlimm. Wir kriegen das hin. Wenn er da gerade die Treppe versperrt, machen wir Folgendes. Wir rennen zur Tür. Da sind sie, glaube ich, an der Säule. Direkt neben dem Lucky Doll. Alright. Finde noch eine Sache. Das Problem ist, wir haben bisher noch kein einziges Mal diese Leuchtfackel ausprobiert. Ich weiß nicht, ob alle umliegenden Leute dann aggressiv werden und auf mich zulaufen oder ob ich nach dem Einsatz der Fackel weiter stealthen kann oder ob ich die in meine Hand halte und mit mir mittrage oder ob ich sie abwerfe. Fass mich nicht an, please. Fass mich nicht an. Lass mich in Ruhe. Und spinnt hinter ihm. Ich will das nicht nochmal machen müssen. Stealthy. Ich hoffe, es ist an dem vorbei. I don't know.
Chat, was soll ich tun? Bro, please! Gammelstuhl, danke für die 40 Monate. Vielen Dank für den Resub. Und danke für die Follows. Hallöchen. Leuchtfackel an und durch? Lock ihn weg, lass dich jagen. Unlocken? Das ist ja noch schlimmer. Ich weiß nicht, wie schnell die sind. Vorhin im Treppenhaus bin ich 10 Herzinfarkte gestorben. Der klang so, als ob er direkt in meinem Nacken ist, innerhalb von 3 Sekunden. Dennis, vielen Dank für den Raid. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Stream gehabt. Schönen guten Abend. Dankeschön. Zeig Dominanz. Ich hasse alles an dieser Idee. Wir stehen schon mal auf. Oh, er bewegt... Ah. Oh, vielleicht schafft er es gleich runter. Hatten wir Danke? Hey, freut mich. Was habt ihr gespielt? Okay, wir locken ihn weg. Ich mach Geräusche, dann wird er auf mich aufmerksam. Ich gehe auf und ab, so lange, bis er auf den ersten Zeiger trifft und dann in den Ich-bin-alarmiert-Modus wechselt. Wir müssen bis zur ersten Barriere. Ich kann auch ein bisschen rennen, damit das schneller geht. Jetzt ist er hellhörig geworden, bleibt stehen und denkt sich so, hey, hier war... Ach, doch nicht. Richtig nices Game. Ey, mir gefällt es bisher richtig gut, ne? Ist halt schade, dass die so verbuggt sind beim Auf- und Ablaufen, beim Pathing. Aber sonst finde ich das bisher... Also, ich habe mir schon ein paar Mal in die Hose geschissen. Ich fand es bisher echt gut. Okay, fuck it, Chat. Das dauert zu lange. Wir holen jetzt so eine Fackel raus. Das habe ich mir irgendwie schneller vorgestellt. Okay, alles gut. So, the battery in my watch has finally died, and with it, my last source of light. Oh. At the final count, I have now been down here for 185 days. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es schon 185 Tage down. I understand the lengths I have gone to survive this long. But in time, you will. By now, I trust you are of an analytical mind and a survivor. Observe how the others have sustained themselves, and do not pass judgment. It may be your last hope of surviving as long as we have. I was a fool to think it's so simple as a blip in the universe. Maybe even a discovery worthy of a Nobel Prize. Any observable space that unfolded on itself would surely be so incomprehensibly small and certainly wouldn't manifest in such a reliable structure as this. As a man of science, it pains me to explore the possibility that this sits outside the realms of what we could ever know. I fear we have entered a space between dimensions, a bridge, or maybe a prison. Regardless, it seems to be spreading. I have found my way into elevator shafts and classrooms now.
wrapped all up and folded into this space with no escape. If I can survive long enough, it looks like my only hope of rescue might simply be to wait for all of mankind to join me. Shit. Also die Batterie in seiner Uhr ist ausgegangen, die war leer. Damit ist seine letzte Lichtquelle verstorben quasi. 185 Tage oder so war er zum Zeitpunkt der Aufnahme hier unten. Hat kurz angesprochen, dass, wenn man diese Aufnahme findet, man sich ja bestimmt vorstellen kann, was er tun musste, um so lange zu überleben. Also war er wahrscheinlich derjenige, der tatsächlich die Viecher hier entführt hat, denen den Mund zugeklebt hat und die gegessen hat. Immer darauf achtgebend, dass dieses große Muttermonster die Hilferufe dieser Monster nicht hört. Und ja, er fühlt sich hilflos. Kein Wunder, dass er die Viecher futtert nach so langer Zeit. Ja, na gut, was hätte er sonst essen sollen, ne? Ich hätte die auch gegessen. Die wollen mich essen, ich esse sie. So sieht's aus. Oh. Oh. Hä? Wo soll das hin? Dahin? Kekena! Soll das zu diesem komischen Plätzchen zeigen oder was ist hier los? Ich hab keine Ahnung. Ich bin ein kleines bisschen verwirrt, muss ich schon sagen. Zack, 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 zack. Wir gucken gleich weiter. Da ist eine 2. Und hier ist auch eine 2. Hier ist eine 1. Warte, bin ich in diesem... Bin ich in diesem Ding? Baue ich mir meine eigenen Tunnel? Hey, ich glaube schon. Das bedeutet, ich kann jetzt zu den Kabeln. Glaube ich. Lass uns da mal entlang. Ich glaube, ich habe mir gerade einen Weg zu den Kabeln verschafft. Etwas, das ein bisschen unschön ist, ist die Tatsache, dass wir oben am oberen Bildschirmrand immer noch diese Alarmstufe sehen, als ob Gegner in der Nähe wären, die wir alarmieren könnten, wenn... Aha. Das Stromkabel für das Tor. Sehr gut. So, als ob Gegner in der Nähe wären, die wir aufscheuchen könnten, wenn wir zu laut sind.
Power required, missing connection. Okay, wo kommt mein Powerkabel hin? Hier fehlt eine Pushbar. Powerkabel, Powerkabel, Powerkabel. Aber hier komme ich nicht wieder zurück, oder? Warte mal, hä? Okay, ja, ich verstehe, ich verstehe. What the fuck? Bin ich verbuggt? Ich hab außerdem meine zweite Fackel an. Oh mein Gott. Ich bin plötzlich zur Seite und jetzt fliege ich. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich fliege. Vielleicht können wir damit das Game austricksen. Guck mal, wenn ich es über dieses Tor schaffe. Ah, das ist eingemauert. Wenn ich loslasse, falle ich dann? Nee. Ich habe das Powerkabel reinstecken können, weil ich ja jetzt in der Luft schwebe. Oh, ich bin runter. What the fuck? Ey, Chat, ich hab's verbuggt. I'm sorry. Hey, ich bin dafür, dass wir morgen genau an dieser Stelle weitermachen. Wenn es dann heißt, wie geht SCP Descent denn wohl aus? Nach einer richtig geilen Partie Dead by Daylight. Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Subs, vielen Dank für Ihre Follows. Wenn Sie möchten, sehen wir uns morgen wieder ab 18 Uhr, vielleicht 17 Uhr, vielleicht 16 Uhr, aber wahrscheinlich 18 Uhr. Irgendwie so. Ja, danke für den Support, danke fürs Einschalten. Ich wünsche euch eine gute Nacht, schlaft schön, träumt was Süßes und ja, tüdelü. Er muss googeln, wie es funktioniert. Nein, ich muss erstmal reloaden. Also meine Idee war, ich wollte hier rangehen an das Spielbrett und gucken, ob da irgendwo, ob ich da noch einen weiteren Weg legen kann. Weißt du, man kann ja zu dem Vorhängeschloss. Neuch? Da ist ja ein Vorhängeschloss, siehst du es? Alles ein bisschen hell. Und ich wechsle zwischen den Ebenen. Aber man kann sich auch irgendwie halt zu dem Vorhängeschloss hinbauen. Und da gibt es wahrscheinlich ein weiteres Quest-Item oder irgendwas, das ich tun kann. Wenn ich da aufschließe, dann, naja, wer weiß, passiert vielleicht irgendwas Cooles. Wenn ich renne, fliege ich nach oben. Ich falle. Oh, what the fuck? Gute Nacht, bye bye, ich hole mir jetzt einen Döner-Teller. Döner-Teller, ja, 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 ja.